Hallo und willkommen zu diesem neuen Geschmackstest-Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich hier das geile Produkt von Kinder. Ein Kinder, also nicht ein, sondern vier Kinderparadiese. Da sind solche Törtchen, die man so kaufen kann. Da sieht man es. Mit Milch. Lockerer Kuchen mit feiner Milchcreme. Ich habe da schon mal so ein Video gemacht, wo ich sehr viele Kinderprodukte getestet habe. Den Link findest du hier oder hier. Hier, machen wir das hier. Den Link findest du hier, wenn du es mal angucken möchtest. Fand ich wirklich richtig gut. Und jetzt sagte ich mal, mache ich einfach mal ein kurzes kleines Video hier über dieses Produkt von Kinder. Und teste das nochmal. Machen wir das jetzt hier, nochmal hier. Machen wir hier unten. Gut. Wie gewohnt hier wie bei der Milchschnitte. Also von hinten sieht es so ein bisschen wie eine Milchschnitte. Milchcreme 38%, frische Vollmilch 29,5%. Und Pipapo. Ist das jetzt von Ferrero? Weil Kinder ist ja von Ferrero. Ohne Zusatz von Farbstoffen, Alkohol und Konservierungsstoffen. Also Alkohol in Kinderriegeln, ich weiß ja nicht. Da haben wir es. Ferrero. Im Kühlschrank aufbewahren. Ja, guck dir das mal an. Das riecht gut. Hier in der Mitte diese Cremefüllung, Milchcremefüllung. Und der Kuchen ist ein schön luftig lockerer Kuchen, wie ich es am besten oder wie ich es am liebsten esse. Ich probiere es mal für euch. Genauso wie ich es gesagt habe, geil schmeckt er. Er schmeckt wirklich super. Man schmeckt hier, also zumindest schmecke ich jetzt hier in dem Kuchen selber, in dem Boden, und schmecke ich so leichte Zitrone raus. Deswegen ist es ja wahrscheinlich so ein bisschen gelblich, wird es auch schon so sein. Sehr lecker. Gab es jetzt mal im Angebot, normalerweise kostet hier glaube ich 1,89 € oder 1,99 €. Ich habe das jetzt aus dem Penny. Gab es für 89 Cent die Packung. Dachte ich mir, dann muss ich das mitnehmen. Und ja, lasse ich mir jetzt die anderen drei nochmal schmecken. Wie findest du das? Habt ihr eigentlich so Lieblingsprodukte von Kinder? Ich meine, es gibt ja so viele Kinderüberraschungen, Kinderpinguin. Da mache ich auch noch ein kleines Video über Kinderpinguin. Da gab es auch noch so eine Sonderedition, was halt auch schon eine Weile gibt, aber jetzt nicht diese typische Kinderpinguin. Genau, dann Kinderparadiese, dann Kinderriegel, ist ja klar, Kinderschokolade lieben wir ja alle. Aber habt ihr da irgendwie speziell so Lieblingsküchlein, sag ich mal, was ihr so gerne habt? Wenn ja, dann schreibt mir das bitte im Kommentar unten. Und ja, wie gewohnt, kannst du mir gerne ein Like da lassen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao!